In diesem Video geht es um Orchestermusik in der Musikgeschichte. Die wichtigste Form der Orchestermusik ist die Sinfonie. Eine Sinfonie ist ein Werk für ein ganzes Orchester ohne Solisten. Eine Sinfonie hat meistens 4 Sätze, deren Ablauf ganz klar geregelt ist. Das Wort Sinfonie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Harmonie oder Übereinstimmung. Die Abfolge der 4 Sätze einer Sinfonie folgt vorwiegend ganz klaren Regeln. Der erste Satz ist lebhaft und schnell und steht in der Sonatensatzform. Der zweite Satz ist eher langsam und hat eine Form wie ein Lied. Der dritte Satz ist meist ein Menuett oder ein Scherzo und hat deshalb oft einen Dreivierteltakt. Der vierte Satz ist wieder schnell und hat eine Sonatensatzform oder ist ein Rondo. Im Barock war die Sinfonia ein Werk für ein Orchester. Eine Sinfonia war meistens eine Einleitung vor Opern, vor einem Ballett oder vor Kirchenmusik. Joseph Haydn gilt als Vater der Sinfonie. Von seinen Ideen profitierten Mozart und Beethoven. Beethoven entwickelte die Sinfonie in Richtung Romantik weiter. Die sinfonische Dichtung entstand in der Romantik. Die Komponisten beschrieben mit der Musik einer Sinfonie nun auch außermusikalische Inhalte. Man spricht von Programmmusik. Die Regeln der klassischen Sinfonie wurden außerdem immer seltener eingehalten. Bei einem Solokonzert steht ein Soloinstrument im Mittelpunkt und wird vom Orchester begleitet. In der Barockzeit sprach man von einem Concerto Grosso, bei dem eine kleine Solistengruppe vom Orchester begleitet wird.